damals auch mit Conny, mit dem Maskottchen, gerungen. Mhm. Ist er so ein starker Gegner, wie er aussieht? Also für einen Löwe zu sein, war ein bisschen schwach heute. So, ich glaube, er muss auch ein bisschen Vorbereitung machen. Mhm. Haben sich die Mädchen dann so geschlagen aus seiner Sicht? Nee, ich glaube, wir haben als ein Team gearbeitet. Wie war wir gegen Conny? Ihr habt jetzt auch einen ziemlich großen Umbruch, viele neue Spieler. Was hast du denn da so für ein Gefühl, wie die Mannschaft funktioniert mit den Neuen? Ja, natürlich muss man irgendwie einbauen, auch Handball und so sozial, aber bisher hat es super geklappt. Also man muss ja ein bisschen Geduld haben und es ist ja ein Spiel, das ich in anderen Vereinen gespielt habe, aber insgesamt sehr, sehr gut hat. Wie war das jetzt gegen eine Oberligamannschaft, die ja auch du selbst ausgelost hast, zu spielen? Ja, ich glaube, ich habe genau die richtige Mannschaft getroffen. Es hat viel Spaß gemacht mit den Jungs. Ja, die Jungs haben toll gekämpft und ich denke, wir konnten unsere Taktik gut durchspielen und haben am Ende dann ja, hochgewonnen. Dein erster Eindruck hier von der Löwengemeinde, von dem Löwenrudel? Ja, natürlich eine tolle Truppe mit vielen erfahrenen Spielern, von denen man auch in der ersten Woche schon einiges abschauen konnte. Und es macht auf jeden Fall bisher riesigen Spaß.